Moin liebe Freunde der Simulierten Landwirtschaft, mein Name ist Chris und ich präsentiere für den True Farming 2 Side Story Kanal ja die Geschichte von Sebastian Rohnfeld und wir springen direkt rein, wir hatten in die Bürgermeisterwahl. Opt in die engere Wahl gekommen und ich muss noch dazu sagen, wir sind im Livestream jetzt, das heißt, der Livestream und ihr auf YouTube könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, es wird 2 Kandidaten geben, die jetzt übrig bleiben und ihr könnt quasi entscheiden, wer wird der Bürgermeister und wer wird sein Stellvertreter. So, das wird eine interessante Nummer, glaube ich, werden. Also ein bisschen mit interaktiv heute. Und ansonsten, ja, komm, machen wir heute mal eine kleine Vorstellungsrunde. Büsi dabei, der Christian dabei, Yannick dabei, Markus, Olli, Daniel, Marc, Laura, Alex, Raphael, Jan und Niklas. Hallo. Moin. Hallo. Sieht's aus? Hallo. Hallo. Hallöchen. Moin. Da steht doch schon wieder so ein Verrückter auf der Bühne. Was gibt's was zu verkünden? Wieso verrückter, verdammt? Achso, nee, du bist. Ja, entschuldige, Herr Fiedler, ich wusste nicht, der sah so ein bisschen aus wie der Wartlinger mit gelber Jacke. Ich wollte schon sagen, also wirklich. Ist der überhaupt da, der Wartlinger? Nee, der ist noch nicht da. Gesehen. Wenn noch einmal einen Namen lasse wie Beetlejuice, dann ist er wieder hier. Nee, Wartlinger, ich sehe den auch gerade nicht, nee. Nee. Wartlinger? Tatsache, so, also, aber ganz kurz, Jupp, ganz kurz, ja. Ich wollte mich einfach mal bedanken an der Stelle bei euch allen. Ich dachte, du wolltest dich einfach nur vordringen. Nee, danke für das Vertrauen. Ich stelle mich gern als Bürgermeister auf. Ich wirklich, also, ich bin überwältigt, dass so viele mich auch gewählt haben. Also, ich hätte es nicht gedacht. Das war eigentlich eher so spaßig gemeint, aber. Also, danke für euer Vertrauen. Ich komme her, Jupp, lass dich drücken. Ja? Oswin. Hey. Ja? Ja? Was ist los? Bist nicht Bürgermeister. Ja, aber ich, in der engeren Auswahl meine ich doch. Auch nicht. Hm? Auch nicht. Ach so, sagst du jetzt. Ach, scheiße, ich war zu schnell. Sagst du jetzt erst. Entschuldigung. Also, meine Damen und Herren. Wer schläft denn hier? Naja, ist egal. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Auf Verein! Hä? In der engeren Auswahl. Zum Teil des Bürgermeisters befinden sich Kurt Bircher. Wer pennt? Was? Herzlichen Glückwunsch. Oha. Und Dank. Natürlich Mitte. Oh, oh. Oh. Hilfe! Gott, deswegen, was ist denn hier los? Alarm! Du gehst aus! Hilfe! Alarm! Hilfe! Was? Hilfe! Du musst auf den Knopf! Drück Away. Auf den Knopf, du Idiot! Away. Aber mach mal aus, dass du wieder... Ja, drück Away auf den Knopf! Oh, Mensch, ey! Sorry, ich hab gleich über den Eck laufen. Das ist doch nicht wahr. Oh, Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Peppi, was machst du? Warum schläfst du denn in den Feuerwehrfahrzeugen? Mal ganz ehrlich jetzt. Ja, ich hab nur gewartet, bis meine Wahl bestätigt wird. Ja, dann komm jetzt mit vor, es ist soweit. Achso, ja, okay. Aber ich muss dich enttäuschen, leider ist jetzt bis jetzt der Bürger und ich. Ja du, Tippe, ich hab doch gar keiner gewählt, du Tippe. Bitte. Natürlich. Oh, danke, Fiedler. Okay, abmarsch. Peppi. Ja, servus, guck, hau ab, danke. Ne, Peppi, runter hier. Fiedler. Peppi, runter. Reicht jetzt. Es reicht, Peppi. Runter. Okay. Peppi, komm hier, einfach zu trinken. Und ein Eis. So, meine Damen und Herren, natürlich haben wir auch noch, damit das Ganze ein bisschen spannend bleibt, noch einen zweiten Kandidaten in der Entscheidungsrunde. Komm, Leute. Und Bippen. Das ist niemand Geringeres Oswin! Unser lieber Neuankömmling Oswin, yes! Rudi Langhammer. What? Was? Herzlichen Glückwunsch, die Herren. Rudi! Schiebung! Ich erkenne das Wahlergebnis nicht an! Ich zeige dir gleich meine Schiebung. Dreh dich um und dann schiebe ich dich da runter, verdammt. Jetzt runter hier! Runter jetzt! Sonst kannst du die Bäume das nächste Mal mit den Zähnen futtern. Doch, Peppi, als Polizist sage ich dir jetzt mal. Ich bin dir! Geh mir da! Geh mir da! Geh mir So, ich jetzt als Polizist, gib dir jetzt da die stille Treppe. Setz dich da auf das Ding oder hält die Klappe, sonst hol ich den Fahrer. Du Tippe.
Daddy Hü, sei still. Setz dich durch, Kurt, du musst. Kurt, das, du bist hier stellvertretender. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab dich nicht verstanden, trotzdem ist jetzt die Sammel. So, Entschuldigung, viele. Oh, mein Mundtür, weil das außer die Luftschärfe sind gar nicht, du Tipfe, gell? Oh, weiter geht's, viele, hab das kurz geklärt mit dem mächtigen Kopf. Ja, wunderbar. Ganz toll. Ja, also, meine lieben Herren, Herr Bircher und Herr Langhammer, kommst du doch bitte mal hier oben hin. Glückwunsch. Das ist also. Ja, wunderbar. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Finalentscheid. Das fängt mal an. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ich bin gar nicht so unzufrieden damit, wenn ich ehrlich bin. So. Meine Damen und Herren, damit wir uns noch mal ein genaueres Bild von den Herren machen können. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen vorbereitet noch und haben nicht das ganze Pulver verschossen. Was für ein Pulver? Ah, bei Longhammer ganz bestimmt nicht. Hier jetzt natürlich noch einmal ein paar ja, Sachen, die uns in Aussicht stehen zwischen diesen beiden Herren hier. Bitteschön, entscheiden Sie sich, wer anfängt. Ja, Rudi, willst du anfangen? Na, mir ist es wurscht, wir können auch schnicken oder so, wenn du willst. Ach. Ja. Ey, Bürger, Barueta! Hau mal rein. X soll machen? Ja, hau mal rein. Aber, ich habe eine Frage, kann ich noch mal ganz kurz meinen Zipfel schütteln? Geh mir die Party, Mann! Ich, wartet eine Sekunde auf, ich bin sofort wieder da. Jetzt für den Zipfel, Alter. Oh mein Gott, ja. Der Druck ist ab. Die Party, Mann! Mit den Fragen und die müssen antworten, die beiden. Richtige Debatte im Politikum-Magazin. Ah, eine Debatte? Ja, ja, klar, natürlich können sie natürlich auch Fragen stellen, um Gottes Willen. So genau, ist das dann hast du eine Debatte. Wo ist die DJ? Da habe ich gleich mal die erste Frage so an die Dingen. Gibt es da auch nachher so eine Anstalt, wo wir den Pleppi da hinbekommen? Ja, das müssen wir erstmal kicken, würde ich sagen. Bete, du musst auch noch mit der Polizei mitnehmen, dass du zu mir hast, oder was? Ich sag mal so. Pass mal auf! Das erzähl ich alles den Wartlinger. Du erzähl's ihm halt. Wo ist denn der Wartlinger? Ich danke, Papa. Ich wollte dich alleine gehen, ne, kleine Bub, hä? Ich würde sagen, wir sind doch eine recht tolerante Gemeinde. Da kann man doch auch mal andere Leute, sag ich mal, nett gesagt, da lassen. Oh, schau, die wollen die nicht wegsperren. Komm, Leute, passt. Gut, dann brauchen wir aber andere Leute. Brauchen wir für Pleppi jetzt aber mehr Behindertenparkplätze hier. Ja, das ist kein Problem, das machen wir. Oh, fuck, ja, sagen Sie mal, das war jetzt aber auch nicht nett. Nein, das war mies. Oh, das passt schon. Der möchte kein Polizist mit seinem Standpunkt klar stehen für das. Kann er machen. Ich finde es aber gut, dass ich ihn nicht verstehe. Bitte, wenn er mir heutige Eierwachsen sagt, geh, dann kommt er mit zu mir und wollte, reden wir mit da, drüber. Da haben Sie natürlich recht, da muss man ein bisschen anstrengen, das ist schon richtig, ja. Aber den habe ich aber abgewürgt mit drin jetzt. Was? Aber ich bin auch schon so lange. Ja. So. Ja, also bitte, meine Herren. Ja, ich würde mal sagen, wir hatten uns jetzt geeinigt, dass ich anfangen soll. Erstmal natürlich vielen lieben Dank für das Vertrauen, auch wenn ich noch relativ neu hier bin in dem Laden, sag ich mal, ne? Es ist ja Gemeinde, kein Laden. Naja, das meine ich doch damit. Weißt du? Und wie ich ja schon bei der ersten Mal gesagt hatte, kostenlose Currywurst definitiv jeden Samstag auf dem Markt, das verspreche ich euch. Geil! Und am besten auch noch regional produziert. Das ist nämlich genau das nächste, was ich möchte. Eine regionale Landwirtschaft, dass wir uns hier gegenseitig unterstützen. Ne? Dass der Landhandel Kurt hilft bei seinem Biodünger, sag ich mal jetzt, oder der Weinbauer braucht mal was für seinen leckeren Wein, weiß ich nicht, irgendwelche Sulfide oder Sulfate, um den Wein da lecker herzurichten. Genau das ist das, was ich will. Ja. Bitteschön, Zwischenfragen sind zugelassen. Ihr? Ja. Wir haben doch den Kuhstall da oben, wir machen die Würstchen für die Currywurst, die Kühe. Aber das sind doch Schweinewürstchen. Müssen wir uns noch einen Schweineballstall bauen. Kurt, erklärt Prinz Currywurst gibt's gar nicht? Naja, das könnten wir mal noch gibt es. Vielleicht. Aber das aber ist Oswin, eine Sache für später, würde ich sagen. Herr Oswin, jetzt mal ohne Flachs, ich glaube, da würden wir beide ins Geschäft kommen, wenn du das willst. Oswin, der steht Prinz hinter dir. Wurst? Gibt es. Oswin, ich stehe hinter dir. Prinz Wurst? Was? Was für eine Wurst? Nee, ja, ins Geschäft, bei was? Ich möchte zum Beispiel keine Tiere schlachten, aber ich habe Milchkühe und die werden ja irgendwann mal so alt, dass die dann nicht mehr so gut können. Die würde ich dann an Uli, zeig gut. Kein Problem, die hau ich alle weg.
Ja, und dann kannst du daraus ja Wurst machen. Oder die Idee wäre auch noch Bio-Schweine. So eine leckere Bio-Currywurst mit ein paar Pommes, das ist schon was Feines, sagt nur, ne? Ete also, Frage. Du willst ja nur 2 Euro draufhauen. Was? Gibt's da die Möglichkeit, ein bisschen was zum Reichen, damit der Forst auch ein bisschen was zum Verkaufen hat? Zum was nochmal? Also Räuchern! Räucherwurst! Achso, ja, das ist doch. Naja, die. Ja, na, oder du produzierst dann halt die Kohlen, weißt du, auf der die leckeren Currywürste gegrillt werden. Ey, klar! Was? Ne? Also, das ist kein Problem. Ne? Juti, machen wir weiter. Genau, was ich ja schon gesagt hatte, ne? Die Förderung von lokalen Unternehmen liegt mir am Herzen. Gerade auch die Landwirtschaft in den schweren Zeiten der hohen Inflation ist das, denke ich mal, ein angebrachtes Thema. Und dass wir so viel wie möglich natürlich hier auch selbstständig in der Gemeinde produzieren, im Hinblick auf eine langfristigen Selbstversorgergemeinde, wo dann die Gemeinde natürlich eben auch mit einspringt, ich sag mal, eigene Produktion, eine unabhängige Energieversorgung, wie ist es mit der BGA, das ist ja da gibt es noch Potenzial, wo wir viel ausbauen könnten. Biomasse-Heizkraftwerk. Genau, oder eben auch ein anderes Kraftwerk gibt es ja auch. Ne? Und was mir auch wichtig ist, sag ich mal, dass wir die kommunale Infrastruktur stärken. Ne? Da reden wir jetzt mal von der Feuerwehr, von der Polizei, auch wenn Sie, lieber Herr Beppi, da natürlich der Meinung waren, dass wir keine Polizei mehr hier bräuchten. Aber das ist ein wichtiges Thema. Beppi-Miliz, dass wir den Bauhof natürlich auch unter der Arme greifen, das Thema vorangeht, dass wir den Straßenausbau vorantreiben. Da wurden uns ja schon ein paar Sachen zugetragen, wo wir sagen, da könnte man mal eine Abkürzung bauen oder ähnliches. Ja, Rosenberg, Rudi, Rudi. Wenn wir die Currywurst, ja, das fertig ist alles, das Ganze, da brauchen wir übelst viel Frittenfett, also Currywurstfett und alles. Ja, das können wir den Kolmleiden verkaufen. Der fährt das im Auto. Ja, na sicher, das können wir doch so machen. Geil. Dann stinkt das nämlich, dann riecht das nicht nur nach Currywurst, sondern stinkt der Code auch noch nach Currywurst. Da musst du immer jeden Samstag, bevor es die kostenlos, bevor es Currywurst gibt, musst du einmal durch die Stadt fahren, dass die ganze Stadt mit dem alten Currywurstöl richtig zugenebelt wird und dann haben die alle. Boah, Junge, das ist ein Geschenk. Ich dachte, die wird gegrillt. Das ist Hammer. Ja, die wird gegrillt. Seien Sie der Bürgermeisterkandidat vom Rosenberg oder von Olli? Ich bin selber angetreten. Genau. Das stimmt. Oh, bist du nicht geworden, ja, gell? Deswegen hast du lange mal. Vetternwirtschaft. Du bist auch nicht geworden. Und, ja, ich ja, bin ja ein Milizführer. Und ansonsten würde ich sagen, wartet es soweit von meiner Seite. Also, wenn ihr natürlich noch Fragen habt an mich, inwieweit was ihr vorhabt oder so, können wir natürlich entweder unter 4 Augen dann später mal reden oder halt natürlich auch gerne hier vor dem Podium, würde ich sagen. Ne? Also ja, aber da, Frage. Ja, selbstverständlich. Was halten Sie von veganem Eis? Ist doch, denke ich mal, eine durchaus angenehme Alternative heutzutage. Ich meine, meine Stimme hat gerade verwirkt. Ja, damit kann ich leben. Also ich meine, wir müssten ja mittlerweile wissen, was für eine Zeit wir angekommen sind und da muss man halt an alle Bedenken rangehen, sag ich mal. Ne? Wie geht ein veganes Eis? Das ist da eigentlich aus Milch, oder? Nee, das kannst du doch auch einfach aus Frucht machen. Oh. Okay. Ja. Genau. Sonst noch Wassereis, was? Baby. Wassereis. Ist doch vegan. Wassereis ist doch vegan, oder? Bin ich jetzt doof? Ja, ja, ja. Aber nicht, wenn die Kuh Wasser kommen ist, aus dem das Sorbet oder wie das heißt da. Na bitte. Aber ich muss sagen, Herr Langhammer, hin oder her, ich bin wirklich, also starkes Wahlprogramm, muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr, also viele gute Punkte. Ja, danke schön. Langhammer, ich hab nur eine Frage. Ja. In Sachen Jugendschutz. Dein Kontingent ist aufgebraucht. Was haben Sie da geplant? Dein Kontingent ist aufgebraucht. Verstehst du das? Ich sag mal so, dämliches Fragenkontingent. Ich sag mal so, ich habe ja nun angesprochen, dass wir die Polizei ausbauen wollen. Ich denke, da wird sich. Was so ausbauen? Ausbauen. Achso. Da wird sich vielleicht so eine kleine Unterkategorie abbilden, dass sie sich denn da, weißt du. Jugendschutz ist gegeben. Ja, definitiv. Super passt. Ja, hervorragend. Oh, in einfach. Ansonsten würde ich jetzt an meinen geschätzten Kollegen mit Kontrahenten abgeben. Ja, dankeschön. Ja, da hast du mir eigentlich schon sehr viel vorweggenommen. Ne? Ich glaube, da unterscheiden wir uns gar nicht so groß. Das stimmt. Also, was mir halt ein Anliegen wäre, sind vor allem, dass wir eine Genossenschaft für erneuerbare Energien gründen, beispielsweise große Windräder aufstellen können darüber, dass dann alle Genossenschaftsmitglieder auch entsprechend von profitieren in Form von günstigem Strom als auch dem Überschuss, der da entsteht, sprich
Geld. Das Zweite, was ich schon angesprochen hatte, war ja die Digitalisierung, dass ich es eben gerne einfacher machen würde, alle Amtsgeschäfte im Rathaus zu erledigen, dass man eben nicht für jeden Kleinkram hinfahren muss, sei es eine Fahrzeuganmeldung oder wenn es um Pachtverträge oder sowas geht. Weißt du, muss man ja nicht extra erst hinfahren? Nö, das wäre doch cool, wenn das irgendwie alles übers Tablet läuft, ne? Gewählt! Und kann doch nicht so schwer sein. Du tust nicht der Meinung gehen, der von deinem Busenfreund. Qualifizierte Kommentare immer. Ja, ansonsten fände ich es ganz cool, das Gemeinwohl ähnlich zu stärken. Also ich finde die Idee mit der Currywurst auf dem Parkplatz einmal die Woche ganz cool hier auf der Gemeinde. Aber ich denke jetzt auch nochmal so an andere Gelegenheiten. Wir laufen ja jetzt auf die dunkle Jahreszeit zu. Vielleicht können wir mal so einen Herbstmarkt anhalten. Vielleicht können wir Richtung Weihnachtsmarkt mal Glühwein bekommen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, Herr Rotwild. Selbstverständlich. Wenn die Lese funktioniert und wir den Traum verarbeiten können, Herr Rosenberg, dann ja. Oh, jetzt weiß ich mir nicht so Druck. Denn jetzt ist Glühwein nicht von mir abhängig. Ja, super. Nee, kriegt man hin, auf jeden Fall. Kriegt man hin. Ihr Versprechen. Kriegt man hin, definitiv. Ja, und ansonsten, wird klappen. Wie gesagt, würde ich ganz gerne Komitees einsetzen für verschiedene Bereiche. Ich habe schon sehr viel gehört, auch geht es um kleinere Zufahrten teilweise. Der Fahrzeughändler hatte sich was gewünscht, dass da nochmal ein kleiner Feldweg angelegt wird und so weiter. Ja, sowas mal ein bisschen voranzutreiben. Ja. Geh du bewegt davon! Pass auf, warte. Ich habe meine Frage. Wie sieht's denn aus mit einer Müsli-Fabrik, Herr Bircher? Ich scheiße, ich wollte eine Frau, was der von Bircher Müsli hält. Scheiße. Bircher Müsli, kennst du das? Ja, das kenne ich durchaus. Aber was halten Sie von Bircher Müsli? Das ist sehr gesund, glaube ich. Hier könnte Ihre Werbung stehen. Ist Sahne drin. Sahne? Wie Sahne? Ist Sahne drin, ja, was kann man für Sahne? Oder? Ja, Sahne! Da ist ja keine Sahne im Müsli! Bier im Müsli ist Sahne drin! Da ist überhaupt keine Sahne drin! Schreibst du grad? Was mach ich? So, aber zurück zum Thema Produktion weiterer aufzubauen, die letztlich regionale Produkte veredeln und auch hier in der Gemeinde halten, in der Stadt, indem man eben die Produkte dann besser an den Mann kriegt. Warum nicht? Ich finde das total toll. Sowas ist förderungsfähig. Was ist mit den Frauen? Welche Frauen? Ja, die haben gerade gesagt, die sollen den Mann bringen. Was ist mit den Frauen? Ja, die können auch das Bircher-Müsli essen hinterher. Ja, Herr Bircher, ich wollte nur fragen, sie haben ja nur Mann gesagt, deswegen. Herr Bircher, wie stehen Sie denn zu Seidenbacher? Oh, ja. Seidenbacher. Das ist das jetzt Müsli von los. Dem Seilbacher. Ist das nicht letztens bei Stiftung Warentest durchgefallen? Was? Das ist echt egal. Ja. Die haben halt vergessen, das Öl vom Seilbacher zu ich wollte auch gerade sagen, ich habe da letztens Metallsplitter rausgefischt aus meinem Müsli. Das habe ich sofort weggeschmissen. Ey Leute, das muss so für den Crunch. Was ist denn mit euch? Mikroplastik war gestern. Oder wir machen eine eigene Müsli-Bude mit Seidenbücher. Ja. Boah, Bücher mag die Müsli-Fabrik auch machen mit uns. Sein ja, aber warum nicht? Warum nicht? Klingt doch cool. Dein Bücher Müsli. Hä, Peppi? Das Müsli von ihm, sein Bücher. Ja. Aber ich habe eine Idee gefunden für dich im Notfall, wenn das nichts wird. Mit Peppi-Flavor. Warum machst du dich als selbstständiger Unternehmer zur Bücher Müsli-Fabrik? Nee, hol ich bitte. Genau. Das wäre auch eine Idee. Wenn das hier nichts wird, dann... Also ich muss ganz ehrlich sagen... Da werden wir uns was einfallen lassen. Mir persönlich würde es wirklich schwer fallen. Oh ja. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. Also mir fällt es wirklich schwer. Also es sind... Also Müsli zum Essen. Ich bin auch, Beppi, ganz ehrlich, ich bin auch froh, dass die zwei das geworden sind und nicht irgendjemand anders. Mehr ätst du von dir selber, oder? Auch. Weil das hätte ich so nicht hingekriegt. Oh, ich muss das sagen, die zwei Programme und sie sind ganz okay. Aber mir fehlen ja wichtige Punkte, wie Abschaffung von der Polizei, die Religion des Baumes, alles wichtige Punkte, die nicht angesprochen werden. Es geht so nicht. Also ich sag mal für das mit der Religion da, was du da gesagt hast, ne?
offizielle Gemeindereligion. Ich meine, wir sind doch hier eine freie Gemeinde, ne? Gut, wir sind vielleicht ein bisschen katholisch geprägt, aber ich meine, wir können doch hier so eine nette Holzkirche oder sowas aufbauen, das ist ja kein Problem. Oh. Hast du das gehört? Also ich meine, da können wir irgendwie schön, ich meine, wir haben ja jetzt hier irgendwie ein paar Bäumchen, die wir noch flachlegen müssen. Da sind Sie ja dann der Experte für und dann bauen Sie uns da ein schönes Kirchenblockhaus. Das Einzige, was er flach legt. Geil. Oder wir legen halt was anderes flach, das weiß ich gar nicht. Baby, wenigstens mal was flach gelegt. Aber ich sag dir, wie es ist. Rosberg. Ich sag dir, wie es ist. Die legen richtig flach. Und zwar so hart, da konntest du noch was mehr davon. Ich sag, aber ganz ehrlich, ich sag dir, den Taco-Dienstag hätte ich auch gefühlt. Oh, können wir auch noch einführen. Den Taco-Dienstag, also, na gut. Okay, wenn ich, ja, super. Also ich nehme meinen Wahlzettel. Ich glaube, ich weiß, wie es ankreuzt. Gibt's Wahlzettel? Irgendwo? Ich bin ganz gespannt, Rudi, ey. Ja, ich aber der wird nervös. Was soll ich denn hier sagen? Ja, so, meine Damen und Herren. Dann haben wir die aufgemacht? Nein, ich war die ganze Zeit noch, um Gottes Willen. Ich bin ein bisschen okay, bin ich, okay. Also, gucken Sie mich nicht alles an, ich werde nervös. Nein, also, wir haben jetzt die Kommentare, hätte ich jetzt schon beinahe gesagt, gelesen, gehört von Herrn Bircher und von Herrn Langhammer. Ich hoffe, jeder kann sich jetzt ein Bild davon machen und ich hoffe, Sie wählen weise. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Wahl, würde ich sagen. Jeder kann sich ein Zettelchen nehmen. Oder lang und nur raus. Und dann geht's ab, würde ich mal sagen. Ja? In die weißen Wanderer kommen. Wer? Die weißen Wanderer, wenn die kommen. Wie wehren sie die ab? Wer sind die weißen Wanderer? Sagen Sie Drachenglas, Drachenglas. Na gut, dann mit der Drachenblas, was da ist. Glas! Drachenglas! Ich habe gehört, wenn ich ein Schwert habe. Aus wertlichem Stahl. Ja. Dann bügt es auch was. Na gut, dann nehmen wir halt das Schwert aus wertlichem Stahl. Einfach, passt. Das ist doch. Also da sind wir flexibel. Machen Sie dann auch einen auf Ritter? Hallo? Aber ich bin sehr Pepi Bäckel. Was denn? Na gut. Mitglied der Nachtwache. Jetzt wird das weg. Was ist los? Oh, Breitenstein? Ja, ich bin auch hier. Moment. Boah, die geile Sau. Baby, jetzt straf dich doch mal. Das kann ja nicht. Baby, also. Dann kriegst du Probleme mit dem Herrn Barklinge. Den rufe ich jetzt sowieso an. Ja. Ganz ehrlich, den rufe ich jetzt eh an. Das geht ja so nicht weiter. Nein, mit dir. Weg. Der Polizei! Gut, dein Einsatz. Polizei! Ach so, ja. So. Achso, ja, naja. Wahlzettel, ich will abstimmen, bitte. Das war jetzt gemein. Ja, hier bitte so. Einmal. Gut, ich setze mich einfach hier hin. Herr Fiedler, wo haben Sie denn die Wahlurne? Gut, dann. Hier vorne am LKW. Meine Lieben. Dankeschön. Ja. Und zwar, ihr habt alle Wahlzettel bekommen. Im Livestream werden wir jetzt einmal abstimmen. Wir werden eine Abstimmung im Livestream machen. Dort könnt ihr entscheiden, wer wird der Bürgermeister, wer wird der Stellvertreter. Und ihr könnt natürlich gerne auf YouTube das Ganze auch nochmal in den Chat unten schreiben. Wen seht ihr als Bürgermeister und wen seht ihr als Stellvertreter? Was fandet ihr gut vom Wahlprogramm? Was habt ihr gefühlt? Was soll unbedingt umgesetzt werden? Ich bin ja noch für den, was habe ich vorhin gelesen? Irgendwas mit Montag. Verdammt. Taco-Dienstag. Den, Sie natürlich. Was habe ich? Taco-Dienstag. Taco-Dienstag und was war mit Montag? Samstag. Sie natürlich auch, bitteschön. Dankeschön. Irgendwas war mit Montag. Ich weiß nicht mehr. Montag? Egal. Wie gesagt, einmal abstimmen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da gibt's die Wahlauflösung. Und ich habe gerade gesehen, die Frau Breitenstein ist da. Da muss ich nachher auch nochmal hin. Der Masthuhn-Montag, genau. Der Masthuhn-Montag. Ja gut, in diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.